Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt hier auf dem LHF Crew Channel. Und zwar Alan Wake's American Nightmare. Ja, weiß gar nicht, was gibt's groß zu erzählen. Ich habe zumindest schon mal die Steuerung eingestellt. Müsste hier nochmal einmal eben schnell die Grafikeinstellung einstellen. BZW, ich denke, so sollte das hinhauen. Und ja. Soll ja einfach nur Add-on-Zusatz zu den ganzen Kram sein. Ich habe ehrlich gesagt nicht genau die Ahnung. Ich habe grob mal reingeschaut. Also von daher fangen wir einfach mal an. Chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Okay, also spielen wir jetzt quasi die Night Springs Folge, die Alan ja immer und immer wieder erwähnt hatte. Ich glaube, ich werde mal eben kurz diesen Blur-Effekt ausschalten. Ich mag das nicht. Also wenn ihr das mögt, okay, aber sorry, aber ich kann das nicht ab. Ich kann das so echt nicht leiden. Es tut mir echt leid. Also für die Leute, die sowas mögen, weil bessere Stimmung, Bild dadurch auch ruhiger aussieht und. Es tut mir echt leid, aber nope, das geht nicht. Okay, also wir spielen wohl wirklich scheinbar die Night Springs Folge mit Mr. Scratch, der unser böser Doppelgänger zu sein scheint. Also so viel weiß ich auf jeden Fall über das Spiel. Oh, na super. Das fängt ja gleich richtig gut an. Dunkelheit und so. Mal gucken wir mal. Ja, da sehen wir mit rechter Maustaste, können wir verstärken, das können wir ja schon alles. Ist auf jeden Fall eine etwas andere Lichtstimmung hier. Das gefällt mir. Ein bisschen Wüste. Oder wüstig. Was war denn das gerade für ein Bug? Habt ihr das gerade gesehen? Was war das? Oh, guck mal. Ein bisschen. Oh, hoch. Ja, okay. Wir waren ja noch gar nicht da vorne. Mal neue Modelle, Riechner Modelle. Ah, der Sound ist immer noch richtig schön knackig. Keine komplette deutsche Sprachübersetzung. Finde ich ein bisschen schade. Und
fand ich gar nicht schlecht. Okay. Bei dem Ding muss ich auch nicht mal einzeln den Schuss nachladen. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. The man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Kündige die erste Manuskriptseite mal so einfach an. Ja, gucken wir mal. Schriftsteller Alan Wake. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Wirklich schade, dass sie das nicht übersetzt haben. Aber naja, das ist cool gemacht auf jeden Fall jetzt hier so mit den Seiten. Muss man ja mal sagen. Da. Was ist denn das hier für ein Turm? Ob es hier wieder die Schriftzeichen gibt? Wie ist sie noch? Weaver? War das Weaver? Das ist gerade gar nicht ganz genau. Also für die Leute, die The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Okay. Also für die Leute, die Alan Wake nicht kennen, kleiner Tipp, im Moment in der aktuellen Computerbildspiele gibt es das ganz günstig. Space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Auch immer er da erkennen kann, dass es seine Handschrift ist, aber gut. Was ich sagen wollte. Ach, das ist jetzt hinter uns passiert. Na super. Ja, danke. Manchmal ist es die schnelle Hilfe der Beine. Ja, ist okay. So, naja, nochmal. Also das Spiel ist im Moment recht günstig zu bekommen. Wäre also eine gute Möglichkeit, falls man das noch nicht hat, sich das zu organisieren. Ich glaube 6,90, 6,80 kostet es. Ja, Papier. Naja, wäre auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache, weil einfach so sollte man sich das, glaube ich, nicht unbedingt antun. Also jetzt hier American Sniper, ja. Weil ich glaube schon, dass ein paar Spoiler drin sein könnten. Guck mal, da hinten blinkt irgendwas, ganz fies, ganz viel sogar. Ja, lohnt sich gar nicht. Naja, den Staff. Und weiter. Oh, da ist auch noch eine Manuskriptseite. Gucken wir uns natürlich auch gleich ein. Beinüberschuss, was? The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Ja, das kann natürlich angehen, dass das jetzt gerade diese Situation hier ist. Was wollen wir denn jetzt hier überhaupt in der Pampa? Eigentlich gar nichts mehr, ne? Nö. Irgendwas Tolles? Ne. Ich würde sehen. Oh, guck mal, da oben blinkt auch noch was. Dass ich die Granatenkurve auf einen ganz blöden Knopf gelegt habe. Dann muss ich gleich nochmal gucken, dass ich das vielleicht. Oh, das ist aber wirklich eine Menge. Dass ich das eventuell einfach mal ändere. Oder ich mache das in der Pause, wenn ich dran denke. Da sehe ich doch was. It's a little sad how many problems you can solve with Buckshot. Na, uns Auto gelaufen. Depp. Ah, lassen wir sie einfach mal hinter uns. Können uns doch mal am Ohr lecken. Ja.
Rückzugspunkt, heilt sie. Ja, das wissen wir doch. Das helle Licht ist unser... Ja. Wohl. Ja. So viel dazu. Und was ist denn das? Waffenkisten. Aha. Das klingt ja schon mal interessant. Maschinenpistole. 3 Manuskriptseiten erforderlich. Ach so. Das ist ja witzig. Hallo! Kriegt man jetzt hier irgendwo vielleicht noch eine Manuskriptseite? Ich frag mich gerade, wie man hier im Traum jetzt dem ein Ende setzen soll. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time. You know how it is. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original Also, es hört sich auf jeden Fall so an. Die Jungs scheinen jetzt wieder Musik zu machen. Und Barry Wheeler ist auch dabei. Er hat ja gesagt, er will sie rausbringen. Das heißt, es scheint wirklich nach dem Ganzen zu spielen. Scheint er also wirklich überlebt zu haben. Weil so richtig wirklich offen war, dass er schon irgendwie, also nicht abgeschlossen hat. Na, er kommt. Kein Bock jetzt hier auf das Gelaber von den beiden Jungs. Scheiß drauf. Ich will jetzt noch eine Manuskriptseite finden. Einfach nur, weil ich es kann. Hoffe ich. Oh, clever Schlängi. Ist hier wirklich keine... Kommt man da überhaupt drauf? Ach da. Keine Manuskriptseite hier. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen runder läuft als das Hauptspiel. Ich weiß jetzt auch nicht, woran das wirklich liegt, ob wir hier vielleicht mit dem ganzen Nebel und so insgesamt weniger zu tun hat. Aber man merkt es. Also so viel auf jeden Fall mal dazu. Ey. Ja, jetzt haben wir natürlich gar nicht zugehört. Also ich zumindest nicht. Ui. Ah, das ist auch praktisch. Dass man den Kack nicht mal einzeln nehmen muss. Da ist ein Fernseher. Das ist auf jeden Fall schon mal. Wir ein bisschen rüberlabern hier. Sonst gibt es nachher wieder Problemskis. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, was der Fernseher sagt. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. Ah, that's more like it. Okay. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part?
This is just for kicks. Die Lache auch noch dazu. So quiet. Crazy Typ. Oh Mann. Ja. Vor allen Dingen, wenn es ein Teil von einem selbst ist, sollte man dem dann doch vielleicht irgendwie aus dem Weg geben. Oder zumindest es aufhalten wollen. Ja, ich kann es verstehen. Na, sind wir soweit voll? Schon so. Okay, wo kriegen... Oh. Kriegen wir jetzt eine blöde Manuskriptseite her? Ich will doch nur eine blöde Manuskriptseite haben. Jo. Ne. Jo. Doch, da. Ha. Ja, damit. Der Splitter. Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, their strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Mr. Das ist cool. So, also jetzt haben wir auf jeden Fall 3 Manuskriptseiten. Und jetzt wissen wir auch 2 Jahre danach. Das ist ja auch nicht uninteressant. Okay. Die Minimap wurde auch ein bisschen geupdatet. Das finde ich cool. So, jetzt zeig mal her hier. Yeah. I guess it's about time I went full auto. Yeah, Vollautomatik umzuschalten. So. Wieso zeigt er da ein Fragezeichen an? Da kommen wir doch gar nicht runter. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Seht ihr das? Was ist denn das? Gucken können wir uns ja nicht. Hä? Irritiert? Ah. Kommt man da ran? Was soll so ein Scheiß? Ich will da ran. Wenn man da gleich noch rankommt? Hm. Ich will da ran. Rummel, 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 Rummel. Ich will da ran. Verdammter Scheiß. Wir haben aber die ganzen Türen schon abgecheckt. Können wir das vielleicht aufschießen? Nein. Okay. Ja gut, dann gucken wir einfach mal, was hier jetzt ist. Wer bist denn du? Erzähl mal. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? No. I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Okay, haben wir eine Seite bekommen. Neue Realität, der Satellit. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle.
All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Okay. Satellit? What the fuck? Okay, was ist denn das? Druck, Luft, Nagler. What the... Lol. Lol. Na komm. Ich meine, ist ja witzig, aber wir haben hier erstmal im Moment eine Mikro-MP. Ja, aber dass wir die erstmal behalten. Wir können uns noch nicht. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. Mhm. Dafür, dass man dich jetzt nochmal ansprechen musste, damit dir das auffällt. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to... well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Oh man, die Alte. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Arschraketen? ja, so viel zum Thema. Arschraketen, wenn die sich gerade dahingestellt hat. Gut, also drei Objekte finden, um die Geschichte zu verändern. Das hört sich ja alles auch sehr strange an. Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Oh yeah. Das hört sich doch gut an. Aber ich will da jetzt noch mal rein. Gibt's doch nicht. Kommt man doch nicht rein. Ich raff's nicht. Ich will da jetzt rein. Irgendwie über die Dächer oder so. Da rein. Da rein. Hab's noch nicht so ganz mit der Steuerung. Huch. Ja, das... Nein, ehrlich, eine Minikarte zeigt was an. Boah, krass. Ich meine, es ist ja lieb gemeint, also, ne? Man könnte das ja auch vergessen. Ist das wieder gespawnt? Ist doch wieder gespawnt. Krass.
interessant. So, irgendwo in der Richtung soll. Guck mal. Da hängt doch eine Seite. Zack. Seiten und Instinkte. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Bin ich immer gespannt, ob er sich selber quasi vernünftig... Ich hab's im Moment mit dem Laufen und dem Springen noch. Sich selber vernünftig gesteuert bekommt. Oh, was ist denn? Was? Au. Och no, och no, och no. Hä? Okay. Aber ungewohnt. Mit einer Uzi. War irgendwie lustig. Brr, brr, brr. Ventil. That's one thing down. Okay, also das wäre der erste Teil. Kann ich vielleicht noch irgendwo eine Karte abgraben? Nö. Keine Karte. Hier vielleicht? Nope. Och man, Sniff. Da könnte eine Karte sein. Da. Da ist doch ein schön. Was ist das? Ah, eine Waffenkiste. Nice. 10 Manuskripte. Nee. Wie haben wir das jetzt? Kann man das? 5. Okay. Da fehlen noch ein paar. Aber das müssen wir uns merken. Also anscheinend wird man ja wohl hier nochmal zurückkommen. Da soll irgendwo auch noch was sein. Ach, guck mal an. Die Sachen scheinen ja echt alle immer wieder zu spawnen. Kann das sein? Es wirkt doch so. Was ist das? Ich immer mit dem Springen hier. Bin ja mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich das gerafft habe. Gut. Ja. Oben drauf. Eventuell. Oh. Oh, 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 oh. Da, 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 da. Das Ding ist geil. Also das ist mal Hammer. Das Ding gefällt mir richtig gut. Ach da. Was ist denn das? Eine Batterie? That's two. Just one more to go. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwo eine Seite versteckt? Jetzt machen die Seiten sogar auch mal in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Sinn. Finde ich eine gute Sache. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hier scheint jetzt... Waren wir hier? Ja, oder? Ja. Das ist das Motor. Ja, klar waren wir hier. Bam, 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 bam. Kann man eigentlich die Autos benutzen? Nö. Schwanerei. Da sehe ich doch was. Eine Seite. Der Teufel steckt im Detail. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous,
is now the truth. Ja, das war ja schon immer so ein Problem, wenn man irgendwie was in der Vergangenheit ändert oder Zukunft oder irgendwas ändern will oder so, dass dann immer irgendwie irgendwo irgendwas schief geht. Kennen wir ja. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal am Ende der ersten Folge angekommen. Also bis jetzt muss ich sagen, interessant. Also, ja, ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal wirklich gespannt, was das mit diesem Mr. Skull auf sich hat. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.